Hey Leute, es wird im Moment so viel Skat gespielt, dass ich kaum mit der Videoproduktion hinterherkomme. Von einem absoluten Highlight wollte ich euch natürlich noch berichten. Letztes Wochenende Ligafinale in der härtesten Skatliga der Welt, erste Bundesliga Herren. Wenn wir hier gemeinsam mal einen Blick auf die Tabelle werfen, auf die Abschlusstabelle, dann sehen wir sensationellerweise, Herz Ass Dresden hat es wieder geschafft, das dritte Mal hintereinander. Diese Mannschaft ist im Moment das Maß aller Dinge beim Skat, die richtige Mannschaft, Mischung aus Teamgeist, aus Offensiv- und Defensivqualitäten. Hut ab und herzlichen Glückwunsch nach Dresden. Einen spannenden Kampf haben sie sich aber liefern müssen mit den Dieburgern und auch die Hillesheimer. Keine Überraschung, dass diese Teams vorne mit dabei waren. Sehr ärgerlich für meine Siegbuben aus Elmenhorst, dass nach dem zwischenzeitlichen Stand am Platz 1 der Tabelle hinten raus leider wie im Vorjahr, muss man sagen, nur der fünfte Platz dabei rausgesprungen ist. Doch so ist es beim Skat und wenn über 96 Serien du nicht vorne bist, dann haben die anderen es wohl auch besser gespielt. Also Glückwunsch nach Dresden und bedauerlicherweise, auch das wollen wir hier sehen. Können wir hier sehen, 8 Absteiger dieses Jahr, weil die Liga verschlankt wird auf 16 Mannschaften. Das ist bitter, gerade auch für die Aufsteiger aus Kehl und aus Limmer, die sich bei normalem Modus hier in der Liga gehalten hätte. Und mit Darmstadt muss eine Mannschaft runter, die ja auch die spielerischen Qualitäten hat, in den letzten Jahren mehrfach Meister war. Also ganz bittere Pille für diese Mannschaften. Ich drücke die Daumen, dass der Wiederaufstieg bald gelingt. Für die besonders Neugierigen von euch, für die Statistikliebhaber, zu denen ich ja auch zähle, seit in diesem Jahr die Punkte mit dem Skat-Guru-Programm am Tisch erfasst werden, könnt ihr so genau wie nie zuvor reinschauen, was ist hier eigentlich gespielt worden. Ihr könnt euch hier die Tageswertung anschauen, ihr könnt euch die Serienwertung anschauen und ihr könnt sogar bis auf Tischlevel einsteigen in jede einzelne Serie und schauen, welche Spieler spielen überhaupt in dieser ersten Liga und was haben sie für Punkte gegeneinander geholt. Ganz klasse Geschichte. Den Link, wie ihr dahin kommt, kopiere ich euch hier nochmal rein. Gespielt wurde natürlich auch. Das sieht man diesen nackten Zahlen ja so ohne weiteres gar nicht an, dass da alleine am letzten Wochenende 8 Serien, 16 Stunden hochkarätiger und intensiver Skat dahinter stecken mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Ich habe einfach mal eine von meinen ganz interessanten Partien wieder rausgesucht, diesmal eine, wo ich glücklich gewinne, wo ihr auch sehen könnt, dass selbst in dieser Liga nicht ganz ohne Fehl und Tadel gespielt wird. Ich saß in Vorhand mit folgender luxuriöser Ausgangskarte: 7 Trumpf in Kreuz mit den beiden Trumpfvollen und dem Alten, dazu mit der Pik 10 schon einen Kandidaten für den Stock. Selbstverständlich habe ich die 22, die Mittelhand bot, gehalten, dann war ich auch schon Besitzer. Ich schaute frohgemut in den Skat und wenn da 20 Augen drin liegen, dann ist das ja in aller Regel auch kein Grund, sich zu beklagen. Das Problem an dieser Hand jetzt, ich habe drei gefährdete Zehner, von denen ich nur zwei drücken kann. Ja, welche nehmen wir? Gibt es unterschiedliche Varianten. Die blanke Herz 10 in der Hand zu behalten, ist übrigens auch eine. Das Spiel erscheint aber dafür einfach ein wenig zu stark. Ich habe mich entschlossen, letztlich genau die beiden Karten wieder zu drücken, nach dem Motto, dass ich gegen die 22er Reizung nun ausrechnet die Pik 10 in der Hand habe. Das ist für die Gegner sehr schwer zu lesen. Das Spiel ist natürlich riesig, vier Volle sind schon sicher und wenn ich einen fünften Vollen erobern kann, also entweder das Herz Ass oder das Karo Ass oder die Pik 10 heimbekomme, dann ist das Spiel auf jeden Fall gewonnen. Selbst wenn das nicht gelingt, ist es aber noch nicht verloren. Öffne also relativ frohen Mutes mit der Trumpflusche und im ersten Stich merke ich gleich, es gibt hier Gegenwind, es fällt Trumpfkönig und Herz Ass wird gewimmelt. Es stehen hier also noch drei Buben mit zwei Trumpfstichen dagegen und ausgerechnet das Herz Ass. Nun hätte sich die blanke Herz 10 natürlich schon bezahlt gemacht, ist aber nicht zu ändern. 15 Augen und im zweiten Stich folgte jetzt Herz König und Herz Lusche. Über diesen Stich habe ich jetzt eine ganze Zeit nachgedacht, wie ich den behandle. Ja, erster Eindruck ist natürlich, blanke Karo 8 sieht sehr natürlich aus. Das Problem an dem Zug ist, dass du die Karte natürlich ganz stark verrätst. Der Mann, der hier die 7 Trümpfe schon kennt und jetzt Abwurf Karo Lusche, der wird natürlich auf die Idee kommen, dass du jetzt noch in den beiden Piken stehst und auf die Pik 10 schnippeln. Wenn dann das Karo Ass hier sitzt, dann komme ich da auch nicht ran und damit
ist das Spiel wahrscheinlich verloren. Andere Variante noch, pieklusche Abwurf. Der Anschiss, sehr frivol, kann natürlich funktionieren, ist aber auch für dieses Spiel, finde ich, ein bisschen zu früh, es so auf eine Karte zu setzen. Ich habe mich von daher tatsächlich entschlossen, wie gesagt, nicht leichtfertig, diesen Stich erstmal einzusammeln auf 35 und meine Beikarte noch im Nebel zu halten. Das ist gerade die Stärke in diesem Blatt, dass es für die Gegner sehr schwer zu lesen ist. Ich spiele jetzt also wieder Trumpf Lusche raus. Es fehlt Karo Bube und Pik Dame auf 20 Augen. Jetzt muss der Spieler hier in Mittelhand, jetzt am Ausspiel ist, eine Entscheidung treffen. Und unglücklicherweise entscheidet er sich jetzt gerade tatsächlich für das Karo Ass. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Wie kam er denn gerade jetzt auf die Idee? Karo Ass, Karo König, von mir die Lusche auf 35 Augen. Und da hatte ich jetzt ganz stark befürchtet, dass ich aufgeflogen bin, denn er muss doch jetzt an sich auf die Idee kommen, dass er das Spiel jetzt nur noch gegen die bestellte Pik 10 gewinnen kann, nicht wenn ich etwa drei Karos im Blatt habe. Und der Spieler hier hat jetzt auch sehr lange nachgedacht, und gerade weil er ein guter Spieler ist, weil er so lange überlegt hat, war ich mir ziemlich sicher, dass er jetzt die Lösung findet, denn seine Karte, das verrate ich jetzt an der Stelle mal, die folgt aus. Er steht noch natürlich auf den Buben, er hat das Pik Ass zu dritt, deswegen die 22er Reizung, und er hat noch die Karo Dame. Er kann das Spiel tatsächlich jetzt nur mit einer Fortsetzung schlagen, und zwar muss er jetzt einen Buben rausspielen, damit er nicht von mir wieder eingespielt werden kann und selber mit Pik antreten. Er hat wohl auch deswegen das Karo Ass gespielt, weil er einen Drilling bei mir vermutet hat und sich gesagt hat, wenn dieser Drilling gerade in Karo steht, dann kann ich mit meinen beiden Karos da sowieso nicht so viel gegen ausrichten. Das ist wohl die Begründung, warum er hier ganz richtig das Karo Ass getroffen hat. Jetzt habe ich aber das Glück, dass er nicht auf diesen Bubenzug kommt, sondern tatsächlich jetzt den Karo wieder rausspielt. Karo Dame, Karo Lusche. Und das gibt mir natürlich die Möglichkeit, das Spiel zu steuern. Ich habe also gestochen mit der Trumpf 10. Jetzt einmal Trumpf von oben. Und ein Abwurf Pik Lusche, das hat mir ja schon den richtigen Hinweis gegeben. Trumpf wieder raus. Und da haben wir einmal mehr wieder ein schönes Endspiel, in dem ich jetzt einfach in der bestellten Pik 10 sitze und sie nach Hause bekomme. Also ein glücklicher Sieg dank einer kleinen Unschärfe im Gegenspiel. Damit geht es jetzt in die verdiente Winterpause. Tja, bisschen Wunden lecken, bisschen ruhen, vielleicht das ein oder andere Trainingslager auch arrangieren. Erfahrungsgemäß wird auch der Transfermarkt im Winter ein wenig anfangen zu brummen. Und wenn du noch nicht dabei bist im Ligasystem des Deutschen Skatverbandes, dann nutz doch mal die nächsten Wochen und Monate. Schau bei dir in der Nähe dich nach einem netten Skatverein um, und im nächsten Jahr bist du dann einfach auch dabei.